Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich euch heute alle Infos und Tipps über die neuen, wirklich coolen Gyroids im Spiel mitgeben möchte, welche mit dem 2.0 Update nun endlich in die Horizons integriert wurden, welche Möglichkeiten es gibt, an die Gyroids ranzukommen und wie ihr den geheimen Kofi bzw. Gyroid bekommen könnt, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Gyroids und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem eure Hausgestaltungen teilen. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch Account hinweisen, auf welchem ich aktuell fast daily streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Mit dem vor ein paar Tagen erschienenen 2.0 Update haben neben zahlreichen großen sowie kleinen Features nur noch endlich die sammelbaren Gyroids ihren Weg ins Spiel gefunden, welche fortan von uns mit ihren jeweils einzigartigen Klangcharakteristiken als wirklich schönes Klang- sowie Deko-Objekt genutzt werden können. Aber wie genau bekommt man denn diese Gyroids? Nun, um an einen der insgesamt 36 Gyroids im Spiel ranzukommen, benötigen wir in den meisten Fällen zunächst sogenannte Gyroid-Fragmente. Diese können wir wiederum auf den neuen Mystery Islands finden, zu welchen wir seit neuestem mit dem Captain pro Tag einmal hinschippern können. Pro Mystery Island können wir dann ein Gyroid-Fragment finden, welches wir dann wiederum auf unserer eigenen Insel eingraben und bewässern müssen. Wichtig ist, dass wir an der Stelle wirklich darauf achten, dass wir das Gyroid-Fragment auch richtig bewässert haben. Erkennen können wir das an dem Dampf, welcher über dem vergrabenen Gyroid-Fragment nach dem Bewässern hervorsteigt. Einen Tag später können wir dann an derselben Stelle, an welcher wir am Vortag noch ein Gyroid-Fragment vergraben haben, einen putzmunteren Gyroid ausgraben. Eine weitere Möglichkeit, an gleich mehrere Gyroids auf einmal ranzukommen und das ohne dafür irgendwo hinreisen zu müssen, bietet sich hin und wieder auch auf unserer eigenen Insel. Denn tatsächlich können wir auf dieser, sofern es am Vortag geregnet hat, mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr fertige Gyroids aus dem Boden herausgraben, was, wie ich finde, mega nice ist. Jedoch ist dieser Fall eher die Ausnahme, da es wie gesagt am Vortag geregnet haben muss. Aber was genau können wir mit diesen Gyroids nun eigentlich anstellen? Nun, zunächst sehen die Gyroids, wie ich finde, allesamt mega cool aus, zumal man auch jeden Gyroid nochmal einzeln umgestalten kann und zudem geben sie wie gesagt Töne bzw. Melodien von sich. Was die Melodien angeht, so kann man hier entscheiden, ob der Gyroid entweder seinen eigenen Takt vor sich hin summt oder man schmeißt eine Platte von KK an und der Gyroid orientiert sich an dessen Takt. Besonders cool ist die Tatsache, dass man auch mehrere Gyroids zusammenstellen kann, welche dann zusammen in den meisten Fällen einen wirklich coolen Sound von sich geben. Falls ihr euch, by the way, für den Sound jedes Gyroids im Einzelnen interessieren solltet, kann ich euch ein zukünftiges Video von mir dazu empfehlen, welches, sobald es online ist, ihr oben rechts in der Infocard findet. Nun gibt es, wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, insgesamt 36 Gyroids, welche wir in die Horizons sammeln können. Jedoch können von diesen 36 nur 35 auf die übliche Art gefunden werden. Ein Gyroid, um genau zu sein, der Gyroid, können wir nämlich tatsächlich nur über das Café bzw. über Kofi bekommen. Und das erst, nachdem wir bei ihm mindestens an 50 unterschiedlichen Tagen eine Tasse Kaffee bestellt haben. Nach diesen 50 Tagen dauert es dann noch 1 bis 4 Tage, bis Kofi uns dann anspricht und uns für unsere Treue den Gyroid schenkt, welcher wirklich cute ausschaut, jedoch als einzigster Gyroid nicht umgestaltbar ist. Aber ja, soviel zu den neuen sammelbaren Gyroids in New Horizons. Schreibt mir gerne in die Comments, welcher der Gyroids euer Favorite ist. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Gyroid schon ziemlich nice finde. Ansonsten hoffe ich, euch hat der kleine Gyroid-Guide ein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 57,4% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.